So, hallo, hallo, ihr Lieben. Heute will ich euch nochmal genau darlegen, wie das funktioniert mit dem Manifestieren. Und zwar dem Manifestieren aus dem Nichts. Was heißt das? Aus dem Nichts. Das Nichts ist einfach etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es etwas nie Dagewesenes ist, dass es etwas komplett Neues ist. Und dass es nicht gewöhnlich ist, es ist super außergewöhnlich. Und in Wahrheit streben wir alle nach dem Außergewöhnlichen. Weil was da so ist in unserem Außen, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir kennen es ja schon. Wir sind ja schon bekannt mit dem. Wir haben es selber erfahren, wir haben die Dinge, die da draußen möglich sind in unserem Leben, vielleicht bei anderen gesehen oder gehört oder irgendwoher ist es bekannt. Und wenn ich anfange, aus dem Nichts zu kreieren und zu manifestieren, dann gehe ich in eine komplett unbekannte Dimension. Das heißt, ich muss bereit sein, das ganze Bekannte, so geht's, so kann es gehen, so habe ich es schon mal gesehen, so haben es die gemacht, die haben das. Aber wenn du wirklich von null auf hundertprozentig ehrlich zu dir bist und immer und tiefer in diese Ehrlichkeit reingehst, da, was du, dass du rausfindest, was du wirklich willst, das bedeutet aber auch, dass du aus dem Feld der Möglichkeiten, aus dem, was du für möglich hältst, dass du da rausgehst. Und nur dieses komplette Rausgehen aus dem, was du erlebt hast, was du gehört hast, was andere erlebt haben, was möglich ist, in eine hundertprozentige Traumwelt zu gehen. Und das ist diese Energie, wo du weißt, es ist alles sowieso nur Energie. Es ist diese Energie, wo du weißt, ich kann nichts festhalten, ich muss auch nichts festhalten, weil alles da ist. Und es sind eben auch all diese Dinge da, die ich mir nicht vorstellen kann, dass sie da sind. Und dir zu erlauben, in so einer abgefahrenen Traumwelt zu leben und dich in so einer abgefahrenen Dimension zu verkörpern, so klar, bis dein Körper sich gelöst hat von allem Bekannten und bereit ist, mit dir in eine unbekannte Welt zu gehen. Das ist ein so wichtiger Schritt, den die meisten Manifestationslehrer nicht lehren. Deswegen lehre ich Divine Design Energetics. Ich lehre alles aus der Perspektive der Energie. Alles aus der Perspektive einer Schöpferkraft, die ich habe, eine Schöpferenergie, wo ich sagen kann, ja, nein, on, off, das will ich nicht. Und völlig losgelöst, absolut völlig losgelöst von jeglichem Verstand, von jeglicher Logik, von jeglichen Zusammenhängen, sondern einfach ich. Gehe wirklich in ein Bewusstsein, in eine Energie, in eine Traumwelt, in eine Vorstellungswelt, die nur mir gehört und die nur mir gefällt. Und dass ich dort lerne, sicher zu sein und sicher zu navigieren, unabhängig von dem, was sich im Außen zeigt, unabhängig von dem, was gerade da ist, unabhängig von dem, was objektiv jetzt für mich zum Vorzeigen ist, dass ich immer wieder mich da rausnehme, dass ich da nicht mehr lebe, dass ich wirklich in eine neue Dimension gehe, in ein neues Bewusstsein, in dem ich noch nie war. Und diesen Mut kriege ich eben nur, wenn ich weiß, wie Energie funktioniert, wie Energie manifestiert und wie Energie kreiert. Sonst schaffe ich das nicht. Sonst suche ich immer irgendwo Sicherheit im Bekannten. Sonst suche ich irgendwo Sicherheit in Erklärungen. Sonst suche ich irgendwie Sicherheit in Erfahrungen von anderen Leuten. Aber wenn ich wirklich das Ultimative manifestieren und haben möchte, dann muss ich genau das alles loslassen. Ich muss aufhören, mich zu vergleichen und ich muss
in ein Prinzip, in das Prinzip der Schöpfung, in das Prinzip der Manifestation und Kreation bedingungslos eintauchen. Und dieses Prinzip bedeutet auch, dass es keine Zeit gibt, dass es keine Form gibt, dass es keine Logik gibt, dass es keine Zusammenhänge gibt, dass es keine Bedingungen gibt, sondern dass es nur mich gibt als Energiegenerator. Und dass sich dann die Energie hinterher in Form manifestiert. In Form von Situationen, in Form von Objekten, in Form von Menschen, in Form von Erlebnissen. Aber ich muss lernen, aus dieser Erlebniswelt, aus dieser Objektwelt, aus dieser menschlichen Welt rauszugehen in eine Welt, die nenne ich Divine Design Welt. Und wenn ich in diese Welt eintrete, dann bin ich in absoluter Schöpferkraft. Da bin ich ohne Mangel, da bin ich ohne Vergleich, da bin ich außergewöhnlich, da bin ich außerordentlich, da bin ich ohne Zweifel. Und das ist so, so wichtig. Und alles, was ich dir sage, habe ich selber natürlich getan. Und ich habe es hier auf YouTube noch nie gesagt, aber es hat funktioniert. Ich habe aus dem Nichts heraus meinen Traummann vor meine Haustüre manifestiert und generiert. In einem Moment war er da, obwohl er vorher in dem anderen Moment nirgendwo war. Aus dem Nichts. Out of the blue. Und es ist genau so. Es ist genau die Energie, die ich haben wollte. Es ist genau das Erlebnis, das ich haben wollte. Und glaube es, dieses Erlebnis, das ich vorher schon so sehr generiert habe, das ich so sehr verkörpert habe, wenn es dann plötzlich dir selber in die Augen schaut und sagt, hallo, hier bin ich. Du hast mich kreiert, du hast mich manifestiert. Ich stehe jetzt vor deiner Tür. Dann fängt das Interessante dieses ganzen Manifestationsprozess erst an. Weil es ist die Eintrittsschwelle, das ist das, wo es dir erlaubt zu glauben, scheiße, es kommt wirklich out of the blue, es kommt aus dem Nichts, es kommt genauso, wie ich es manifestiert habe. Aber wie navigiere ich diese Manifestation jetzt in meinem Leben? Wie mache ich das? Wer hilft mir? Niemand. Das musst du alleine machen. Und deswegen passieren so viele wunderschöne Wunder und magische Momente im Leben von Menschen. Aber weil sie das, was ich gesagt habe, vorher über dieses energetische Manifestieren, über diesen energetischen Seinszustand kreieren, halten, nicht gelernt und geübt haben, fahren so viele ihre Magie, die sie kreiert und generiert haben, einfach wieder in den Keller. Beziehungen gehen kaputt, Businesses funktionieren nicht, Gesundheit bleibt nicht, es geht alles wieder verloren. Und wir kennen das alle, wenn es auf so einem riesengeilen Hype war und ich so denke, oh mein Gott, dieses frisch verliebt Gefühl, so, oh, wo geht das hin? Ich versuche immer irgendwo da eine Logik zu bringen, wieder das in eine Sicherheit zu bringen, das immer eine Form zu bringen, in eine Regel zu bringen. Und dann mache ich meine Manifestation kaputt. Und genau über all diese Dinge, was mache ich, damit die Manifestation kommt, was mache ich, wenn sie da ist, wie halte ich sie und wie gehe ich mit meinem Wunsch in die höchsten Sphären meiner Unvorstellbarkeit, ohne dass ich Angst habe, dass mir jemals wieder etwas verloren geht, ohne dass ich Zweifel habe, ohne dass dieses Gefühl, das ich schon so gut kenne in meinem Körper, wenn es am schönsten ist, dann geht es kaputt, ohne dass ich irgendwas von dem erlaube, mich einzumischen in meine Energie, in meinen energetischen Zustand und das einfach jedes Mal wieder frisch mache, jeden Moment ich wieder frisch die bin, die diese Manifestation hat, die sie genießt, die sie navigiert, die sie ausdehnt, die weiter wächst, die mehr und mehr und noch mehr größer und noch mehr Begeisterung und noch mehr High Vibe und noch mehr Energie generieren kann.
das ist dieses wahnsinnige Gefühl, dass ich glaube, dass wir alles suchen. Deswegen machen wir die Dinge, die wir machen. Und wir, uns ist noch mal, nicht mal bewusst, warum wir reich sein wollen, warum wir eine Liebesbeziehung wollen, warum wir ein tolles, schnelles Auto wollen. Es ist, weil wir diesen High-Vibe fühlen wollen. Aber die allerwenigsten sind in der Lage, sich zu einem High-Vibe-Container zu machen, während sie dieses normale Leben, sag ich mal, hier dennoch führen. Und das ist für mich diese außergewöhnliche Kombination, dass du dir erlaubst, absolut verloren zu gehen, absolut zu sterben in einer Welt der Form, in einer Welt der Zeit und wo du dich dann immer wieder neu manifestierst, jeden Moment. Und das ist dieses Spiel, das ist für mich dieses krasse Spiel des Lebens, dass ich weiß, ich manifestiere mich und meine äußere Welt jeden Moment durch die Energie, durch meinen Seinszustand neu. Das flickert in and out, in and out. Aber dass du dir erlaubst, auf so einen Level zu kommen, der sich sowas von außerhalb jeglicher Kontrolle befindet. Da brauchst du diese innere Arbeit, da brauchst du diese innere Sicherheit, da brauchst du diese Sicherheit in der energetischen Welt. Und in meinem Programm Out of the Blue, das sind 4 Wochen, 4 Module, wir starten am 13. Februar, lerne ich dir das ganz genau. Ich erzähle dir ganz genau, was ich gemacht habe, was funktioniert hat, was wie funktioniert hat, wie diese Energie, die ich generiert habe, bei ihm angekommen ist, was für ein Faktor Zeit spielt und vor allem das Allerwichtigste, was mache ich jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Was mache ich, damit ich das Ganze noch weiter ausdehnen kann, damit ich wachsen kann, damit ich mich entfalten kann, damit ich immer weiter höher, höher, höher Level kommen kann. Weil das ist das, was mich doch interessiert als Mensch. Ich will doch keinen Status quo, weil ich weiß, ich bin Schöpfer und ich lebe in unlimitierten Dimensionen. Warum soll ich mich mit irgendetwas abgeben? Warum soll ich mich zufrieden halten? Das ist nicht das, was ich bin. Ich bin vom Wesen her ausdehnend. Ich bin vom Wesen her limitless. Ich bin vom Wesen her, ich wachse. Und das ist das, was so interessant ist an diesem Leben. Und das ist das, was kommt, wenn du deinen Inner Healing Prozess gemacht hast. Du kannst dich übrigens immer noch anmelden für meine Inner Healing Ausbildung, die 3 Monate geht, weil das ist wirklich das Vorhergehende. Du musst innerlich geheilt, heil, ganz in deinem Divine Design auftreten. Sonst kannst du dieses innere Spiel nicht spielen, nicht halten und nicht ausdehnen. Es ist alles fernab von unseren 5 Sinnen. Unsere 5 Sinne dienen nachher nur, um das Ganze quasi nochmal aufzunehmen, um das Ganze aus 5 Sinnesperspektiven her zu spüren, wahrzunehmen und diese Begeisterung, die dann quasi 5-fach kommt, zu erleben. Darum ist es. Darum haben wir diese 5 Sinne. Aber alles, was diese 5 Sinne nachher belebt, das geschieht im Unbekannten, das geschieht im energetischen Bereich. Ja, ihr Lieben, meldet euch ganz, ganz schnell an. Heute ist noch der Tag, wo es 555 Franken kostet, out of the blue. 4 Wochen, 1 Monat, tiefes, nackiges Coaching, ein Mitteilen von mir, ein Lehren von mir für dich, dass du auch die Sicherheit bekommst, die Klarheit bekommst, die du brauchst für deinen Verstand, um diese unbekannten Sphären zu navigieren. Wenn du den Tag verpasst hast, heute, 7.2., dann ist es morgen 999 Euro. Du wirst auch die Aufzeichnungen von diesem Programm Out of the Blue kaufen können. Für 999 Franken ist ja gerade gleich mit dem Euro, aber ich sage dir nur, sei live dabei, übe mit uns, mach dich genauso nackig, nimm diesen Flow, nimm diese Energie mit von mir, die gerade so, so frisch ist und die dich echt nach oben katapultiert. Wir sind jetzt schon eine ganz coole Gruppe von Frauen
Und wenn es dein Thema ist, außergewöhnlich, out of the blue, nichts von der Stange, alles handgemacht, selbst kreiert, dann ist das Programm, das für dich absolut gut und richtig ist. Ich freue mich riesig, auch wenn wir anfangen. Ich bin sowas von on fire und bis dann.